Liebe Realutopia Interessierte, wir haben Mittwoch, den 1. April 2015 und ich möchte nur einen kurzen Eindruck mal vermitteln, wie ich hier aus dem Realutopia Baldachin, was ich mir eingerichtet habe, auf der Perma-Oase der Realutopia Wiese, ja, wie es heute hier so aussieht, wenn ich hier so aufgewacht bin. Ihr seht, wir haben mal wieder Wintereinbruch. Das ist kein April-Scherz. Ich meine, außer der liebe Gott betrachtet so die Wetterkapriolen, wie sie aber im April ja auch typisch sind, etwas als April-Scherz. Aber mal wieder kräftig geschneit. Und das als Teil eines Unwetters zum Teil seit gestern auch, also wo es richtig wild stürmte. Als ich hier gestern auf der Perma-Oase ankam, hatte ich erstmal ein paar Sicherungsaktivitäten durchzuführen, damit der Sturm hier nicht alles so zerlegen würde. Es flatterte überall wild herum. Gut, ansonsten ein kurzer Lagebericht auch. Es ist so, dass die Auseinandersetzungen um das Projekt weiter sich entwickeln. Es war vorauszusehen für mich, dass das ebenso auch mit Reibungen und hin und her verbunden sein wird. Auf der einen Seite gibt es Ämter wohl, Naturschutzbehörden, die in die Richtung gehen, wir dürften hier auf der Wiese eigentlich gar nichts machen, vielleicht sitzen, aber sogar wenn also der Eigentümer der Wiese hierher käme, dürfte er nichts machen. Also nicht nur kein Gartenbau, kein Ackerbau, ja, teilweise wirklich die Frage, in welcher Form darf man sich überhaupt hier aufhalten. Gut, aber ich meine, auf direkte Nachfrage, ob man auf seinem Grundstück dann wenigstens sitzen dürfte, kam wohl die Antwort, ja, das würde wohl der Fall sein. Naja, im Moment liege ich dann also hier in der Perma-Oase. Ich hatte ja in meinem vorhergehenden Video schon gesagt, dass sogar wenn man es aufs Extrem hinführen will, was man verbieten wollte, dass dann der Punkt irgendwann käme, ja, wie ist das, wenn man so als Naturmensch Anteil haben will, einfach an den natürlichen Lebensgrundlagen, so wie ein Kaninchenmensch hier nur über die Wiese hoppeln will, ohne Ackerbau, Gartenbau, Feuer machen und so weiter. Und ich hatte ja gesagt, dass das ein minimales Grundrecht ist, was vor allem, wenn man dieses Grundrecht nutzen will, um so Verantwortungsexperimente zu beginnen, was einfach seinen Platz haben muss. Schön ist auf der anderen Seite, dass, also ich kann ja auch sagen zwischendurch, ich hatte ja hier auf der Wiese dann auch Kontakt zu Menschen von den Ämtern. Das war sehr schön, eigentlich schöner fast als bisherige Kontakte zu Politikern oder Gemeindeangehörigen, Gemeindezuständigen. Da war richtig schöne Argumente statt Fäuste, Atmosphäre und wir konnten uns da auch über den Sinn der Dinge austauschen. Und da bin ich weiterhin sehr dankbar für. Auf die Frage, womit man mir da hier etwas schenken könnte, sagte ich dann auch, dass diese Art miteinander zu sprechen, die Argumente statt Fäuste-Kultur das größte Geschenk ist. Und in meiner E-Mail dann, mit der ich dann nochmal das Gespräch aufgriff und auch auf das letzte Video halt, was direkt vor dem Gespräch entstanden war, hinwies. In der E-Mail sagte ich, sie könnten noch ein Zusatzgeschenk machen, indem sie unser Realutopia-Experiment der gründlichsten, auch von mir aus gern strengsten Prüfung unterziehen würden, also eine Horde Wissenschaftler zum Beispiel schicken würden, um das alles möglichst gut zu durchleuchten. Weil ich bin der Ansicht, wenn Menschen auf die Kraft der Argumente bauen wollen, von ganzem Herzen, ja, die Argumente brauchen nur die offene Auseinandersetzung. Wenn die da ist, dann können sie sich gut in ihr Recht bringen. Das einzige Gegenmittel für Menschen, die das grundsätzlich gar nicht wollen, also so eine Argumente statt Fäustekultur,
ist den Vorhang vorziehen, das Licht ausmachen, die Offenheit der Kommunikation und Erklärung verhindern. Gut, also ich hatte auch gute Ansätze mit Vertretern der Stadt Marburg hier. Ich hoffe, dass so eine Kultur sich richtig schön entwickeln kann. Hab dazu eingeladen, einschließlich der gründlichen kritischen Überprüfung. Auf der anderen Seite haben wir etwas sehr Schönes auch. Die Menschen, mit denen ich zum Teil hier idealistisch zusammenwirke, dieser Kreis von Alternativaktivisten, Idealisten, die zum Teil hier auch in der direkten Marburger Umgebung wohnen, die haben sich jetzt zusammengetan und haben eine Interessengemeinschaft, eine Initiative gegründet, die auch ein Verein sein soll. Und das ist ein tolles Beispiel, wie Konsensgemeinschaft globalen Teilens beginnen kann, auch mit Einbezug möglichst eben der umgebenden Bevölkerung und auch der Systemvertreter des Staates und seiner Einrichtung. Also man kann hoffen, dass daraus was Tolles weiter wird. Die Satzung kann ich sehr, sehr zum Anschauen empfehlen. Und als letztes Wort vielleicht noch, also ein Argument gegen das, was hier ist, ist ja, ja, da muss der Mensch jetzt hier so rausgehalten werden, das ist Naturschutz. Und ja, auf der anderen Seite, ich meine, wenn man die Realität betrachtet, man hört hier die Schussgeräusche irgendeiner Schießanlage, die in der Nähe ist, und die Spaziergänger kommen vorbei und ihre Hunde springen ja auch hier dann rum. Also man kann sagen, so sind die Haustierwölfe. Aber machen wir uns kurz mal den Gedanken, wie wäre es denn, wenn es wirklich reine Natur wäre? Dann wären hier auch Wölfe und Bären und so weiter. Würde das die Vögel, die dann da leben würden, zu sehr am Brüten hindern? Wäre fürs Artensterben die richtige Strategie, die Lebewesen, Familie oder die Artengemeinschaft aufzusplittern, zu reduzieren und dann zu einem Bruchstück, so einem reduzierten Bruchstück zu sagen, also da halten wir jetzt noch andere, also gerade auch den Menschen, dann draus fern, und das ist der Naturschutz. Ich behaupte, nicht nur die Hunde der Spaziergänger sind gar nicht das größte Übel für die Vögel und ihr Brüten oder für die Arterhaltung. Überhaupt ist es so, dass auch die Bären und Wölfe, die ja sicherlich, wenn sie da durchs Unterholz brechen, für die Vögel sonst als größere Irritation angesehen werden können. Das ist nicht das, was die Problematik ist. Wieder rein mit den Wölfen und Bären wäre sogar das Gute, um das Artensterben zu verhindern. Und den Menschen auch mit rein, aber mit einer anderen Grundeinstellung. Ich habe ja schon gesagt im letzten Video, wir haben normalerweise so eine Grundeinstellung, behaupte ich mal, wie Brandstifter. Und dann hinzugehen und zu sagen, wir nehmen jetzt 2, 3 Bruchstücke so raus und da darf aber nicht gezündelt werden. Da darf auf keinen Fall gezündelt werden. Da muss schon der Mensch, was weiß ich, mit gebundenen Händen nur rein, damit er kein Streichholz anmachen kann. Das rettet nichts. Das rettet überhaupt nichts. Auf die Art und Weise wird es mit der Brandstifterei weitergehen. Am Ende fackeln dann auch die paar zeitweilig rausgenommenen Schutzzonen raus. Was wir brauchen, ist die Einheit, dieses Einheitsbewusstsein, die Einstellung, die dazu passen. Wir brauchen die Aufhebung dieser Brandstiftermentalität. Und dann ist der Weg, die Integration der verschiedenen Naturbestandteile in eine harmonische Einheit. Die Wölfe und Bären und auch solche harmonischen Menschen, die müssten hier ihren Platz haben können, und es würde den brütenden Vögeln gut tun, eher als dass es ihnen schaden würde. Diese Grundeinstellungen, die müssen sich ändern, und dafür müssten wir den Blick vor allem auch öffnen, wie müssen sie sich unter den Menschen ändern. Denn wenn wir unsere Artgenossen nicht schonen, werden wir auch die Pflanzen und Tiere nicht schonen. Also die oft tabuisierten Themen, wie sieht es aus jetzt mit den Grundeinstellungen, dem Wertebewusstsein, der Reife, wie sieht es aus mit sowas wie der Vorstellung von Lawrence Kohlberg über Reife des Menschen, wie sieht es aus mit dem Beutelsbacher Konsens? Wie sieht es aus mit der Beseitigung von vermeidbarer Willkürherrschaft, Lobby- und Profitinteressen? Wie sieht es aus mit der Aufhebung der egoistischen Vergeltungsmechanismen unter Menschen? Wenn wir da an diese Dinge alle rangehen, dann kann ein echter Schutz für die Lebewesenfamilie zustande kommen. Dann kann das Artensterben vielleicht verhindert werden. Und dann bemühen wir uns um ganzheitliche Permakultur. Wie wir das mit Real-Utopia anregen und beispielhaft durchführen wollen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.